gibt es zweimal. Wir sind Lara und Clara. Lara und Clara. Lara und Sarah. Wir sind Lara und Clara. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es wird ein sehr cooles Video. Ich habe nämlich einen Plan. Ich war ja letztens schon mal irgendwann mit Eva Zwilling bei DIY-Inspiration und ich wäre super gerne mal einen Tag lang mit Danja Zwillinge. Sie weiß nichts davon, ich werde sie gleich mal fragen, ob sie da mitmacht. Also 24 Stunden als Zwillinge. Natürlich ist es bei Danja und mir ein bisschen schwieriger, weil wir uns wirklich gar nicht ähnlich sehen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Haare und ja, sehen auch eigentlich ziemlich unterschiedlich aus. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, heute gleich auszusehen. Ich habe Danja eben schon gesehen, sie ist auf jeden Fall schon da. Und sie hat eine schwarze, relativ enge Hose an, so eine Jeans-gräuliche und so ein Batik-Shirt. Und ich habe ja hier so viele Klamotten da. Ich werde mal schauen. Ich habe nämlich auch zufällig so eine Hose an. Und ich habe ja auch hier so ein Batik-Shirt. Also das ist ein Batik und das hier. Und ich finde, das sieht schon so ähnlich aus. Das werde ich gleich schon mal einfach anziehen. Und dann gehe ich mal zu Danja rüber. Und wenn wir schon die gleichen Klamotten anhaben, macht sie bestimmt mit. Außerdem habe ich noch was anderes, um Danja ein bisschen zu ködern. Ich habe ja letztens in einer Challenge diese coolen Turnschuhe hier gewonnen, diese Sneaker mit den Disney-Prinzessinnen drauf. Und die fand Danja total toll und wollte die auch gerne haben. Und wir haben da immer drüber gesprochen, ach Mensch, jetzt hast du die gewonnen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und habe jetzt tatsächlich noch so ein paar gekauft. Also ich habe die echt nochmal gefunden und habe die auch gekauft. Und wenn ich damit gleich rübergehe, dann wird sie garantiert überzeugt sein, mit mir 24 Stunden als Zwilling zu verbringen. Mit den Haaren müssen wir mal schauen. Vielleicht seht ihr, ich habe schon ein paar Perücken bereitgelegt. Die zeige ich gleich mal der Danja, damit wir wenigstens dann auch ähnliche Haare haben. Vielleicht auch irgendwie noch ein ähnliches Make-up oder so. Wir lassen uns einfach mal auf uns zukommen, also wenn sie mitmacht. So, die Schuhe, die Hose und ein Batik-Shirt. Und dann geht's rüber zu Danja. Moment, wo sind ihre Schuhe? So, dann kann es ja losgehen. Hallo Danja, kann ich reinkommen? Hallöchen, ja. Hi. Hi. Alles klar, Mädchen? Ja, bei dir auch? Ja, ich habe heute was mit dir vor. Ah, du hast schon eine Kamera in der Hand. Ja, ich habe schon eine Kamera in der Hand. Fällt dir schon irgendwas auf? Innen schon? Es ist ein bisschen dunkel hier bei dir. Vielleicht mache ich kurz Licht an. Ich glaube, man kann es nicht erkennen. So, Danja. Und wir haben ein sehr ähnliches Outfit, würde ich sagen. Und jetzt verrate ich dir auch. Willst du 24 Stunden mit einem Zwilling sein? Ja, ich habe ein leichtes Déjà-vu, aber ja, können wir gerne machen. Ja, ich war ja letztens schon mal mit Eva 24 Stunden Zwillinge. Ja. Und das hat mir super viel Spaß gemacht und deswegen habe ich gedacht, vielleicht hast du ja auch Lust mit mir. Okay, ja. Und vielleicht kann ich dich hiermit überzeugen. Oh, guck mal, ich hab sie auch schon an. Dankeschön. Die sind echt cool. Also da freue ich mich riesig drüber. Und wenn wir die erstmal beide anhaben, dann kann uns wirklich keiner mehr auseinanderhalten. Dann kann uns niemand mehr auseinanderhalten. Ich habe schon das Outfit und ja, ich habe dich eben schon beobachtet und habe gesehen, was du anhast. Ja. Ich hatte zufällig halt diese Hose, sowas trage ich ja häufiger. Ja. Und dieses Shirt hatte ich auf meinem Kleiderständer. Ja. Also habe ich mich umgezogen, weil ich dachte, das könnte ganz gut zusammenpassen. Und wenn wir jetzt noch die passenden Schuhe haben, gibt allerdings noch ein Problem. Ja, wir sehen uns so gar nicht ähnlich. Mhm. Wir haben sehr unterschiedliche Haare und so. Deswegen habe ich da auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ach, da hast du auch schon was vorbereitet. Ja. Okay. Wenn du bereit bist. Du hast ja gesagt, du machst mit, ne? Ich mache voll mit. Also jetzt, wo du mir die Schuhe gegeben hast, ich mache alles. Ich mache alles, was du mir sagst, mache ich mit. Jetzt, wo ich diese Schuhe habe, ist mir egal. Ich mache alles. Bin sehr glücklich gerade. Und ich habe gerade gesehen, du hast bei deiner Hose das hier noch so hochgeschlagen. Das könnte ich ja bei mir eigentlich auch noch machen. Das stimmt. Dann gut, dann lass uns mal in mein Studio gehen. Da habe ich ein paar Frisuren für uns vorbereitet. Oha, ich bin ja gespannt. Dann komm mal rein. Also ich habe mich ein bisschen bei unseren Perücken umgesehen. Wir müssen ja irgendwie die gleiche Frisur hinbekommen. Ja. Ich meine, ich habe lange blonde Haare, du hast mittlange braune Locken. Ja, wir haben zwei schwarze Perücken. Ja. Entweder haben wir die beide. Okay. Da ist eine etwas kürzer, eine etwas länger, aber das geht ja auch bei Zwillingen. Mhm. Dann hätten wir beide so zwei blaue Perücken. Die sind aber nicht ganz ähnlich, aber ich dachte mir, blau und blau würde auch funktionieren. Ich glaube, das
war mal die Perücke, die... Eine Meerjungfrauenperücke ist das, glaube ich. Die hatte ich einmal als Meerjungfrau auch schon auf. Wir haben noch irgendwo eine blaue Perücke, weil ich hatte mal eine für Mama Danja bestellt. Es könnte auch sein, dass das die ist. Dass das die ist. Hier, du kennst sie, die liebe Lucy Müller. Lucy Müller. Und wir haben doch tatsächlich noch so eine neu verpackte Lucy Müller-Perücke. Ja, dann nehmen wir doch die Lucy Müller-Perücke, oder? Ja, oder? Also ich finde, wenn wir die doch schon zweimal gleich da haben, das ist so ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, ne? Ja, das ist ein Zeichen. Das habe ich mir doch auch gedacht. aber ich bin froh, dass dann ja mit mir einer Meinung ist. Bin ich voll bei dir, sollten wir unbedingt tun. Dann setzen wir die mal auf, oder? Ja. Ist es Danja oder ist es Kathi? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wollen wir uns auch neue Namen vielleicht geben? Weil ich finde, Danja und Kathi, sie sehen ja eigentlich anders aus. Wir können ja auch irgendwie anders sein. Meinst du, wir sollten uns... Wir könnten uns wie Lucy und Cindy oder so. Oder... wie wär's mit... Hani und Nani. Hani und Nani, aber die gibt's schon. Ja, genau, die gibt's schon. Lisa und Lena gibt's auch schon. Lisa und Lena gibt's auch schon als Zwillinge. Okay, wir haben uns jetzt für einen Namen entschieden. Genau, wir sind Lara und... Lara. Und Lara hat hier gerade noch einen riesengroßen, dicken Fitz in den Haaren. Lara! Clara, lass ihn über deine Perücke aus. Lara, irgendwie ist dir da gerade deine Frisur abhanden gekommen. Ja, irgendwie sitzt sie auch noch nicht so ganz. Ja, Clara versucht das jetzt noch zu retten hier und dann sehen wir uns gleich wieder als Lara und Clara. Lara hat gerade beschlossen, dass wir noch im Partnerlook Lippenstift auftragen. Roten oder wollen wir mal was ganz krasses anderes nehmen? Was krasses? Wir könnten zum Beispiel Rot und Pink kombinieren oder so. Uiuiui, du bist aber mutig, Lara. Nach was ist dir so? Also ich denke, der hier passt eigentlich ganz gut, oder? Ja. Oder? Wollen wir den mal austesten? Wundervoll. Schon an den Zehen. Der ist ja knallig. Ich finde auch, es sieht sehr wie Lucy aus. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass es Lara und Clara sind und nicht Lucy Müller. Mhm. Wenn ich jetzt noch so spreche, dann... Oh Gott. Wir haben gerade schon gesagt, bei mir sind die so ein bisschen voluminöser, weil ich trage die Perücke, die sonst Lucy immer trägt. Und die sind so ein bisschen verfilzt schon und deswegen so ein bisschen, bauschig. Ein bisschen Volumen. Genau. Voluminös. Okay. Und deine sehen so glänzend und glatt aus. Sie sind noch neu. Oh, wer kommt denn da? Hallo? Hier sind Lara und Clara. Hallo, okay. Wir sind Lara und Clara. Eigentlich hatte ich sowieso vor, dass wir jetzt als nächstes zu Claudio gehen und uns mal vorstellen. Ich hatte mir auch gedacht, wir müssen uns vielleicht noch irgendwie so eine Eigenschaft ausdenken, wie wir uns verhalten, damit man mehr erkennt, dass wir Zwillinge sind. Damit man es noch mehr erkennt. Genau, damit man es noch mehr erkennt. Vielleicht die gleiche Lache oder... Okay, zeig mal unterschiedliche Lachen, die du kannst. Vielleicht kann ich eine davon imitieren. Können wir die nehmen? Ja. Okay. Wir sind Lara und Clara. Oh Gott. Nein. Was? Was ist los, Claudio? Oh nein, euch gibt es zweimal. Wir sind Lara und Clara. Euch gibt es zweimal. Hilfe. Ihr seid Lara und Clara? Ja. Wir sind Zwillinge, falls ihr noch nicht aufgefallen ist. Ja, ich sehe, wenn man das Licht hat. Oh, ist das wie gruselig? Warum haut er auf? Was ist denn anders gruselig? Ist wie gruselig? Ist gruselig? Warum? Warum? Lara und Clara, aber du siehst aus wie Lucy. Lucy ist unsere Tante. Ja, Lucy ist unsere Tante, weil du meinst sicher Lucy Müller aus dem Lehrerzimmer. Das ist unsere Tante und die macht uns auch immer die Haare. Aber woher kommt denn Lara und Clara? Ja, wir sind Lara und Clara. Wir sind gerade einfach entstanden. Kommen wir her aus unseren Eltern. Also ihr seid Zwillinge. Ja, da sieht man das dann offensichtlich. Ja, selbe Schuhe, selbe Hose, Hosenfarbe, Oberzeit auch. Ja, ihr seid Zwillinge. Wir tragen sogar den gleichen Lippenstift. Wow. Okay. Wir sind gerade ein Küsschen zugeworfen. Ja. Dann mache ich das auch noch. Claudio, was ist denn dein Problem? Ich habe auch gar keinen. Also ich hätte gar nicht erwartet, dass wir so ankommen bei den Leuten. So schlecht ankommen. Vielleicht schauen wir noch mal, wie wir auf irgendwen anders wirken. Genau. So, Claudio hatte irgendwie anscheinend Angst vor uns. Ja. Wir wollen jetzt mal schauen, wie Eva und Donny auf uns reagieren. Die auch Angst vor uns Weil wir haben gerade gesehen, die sind da vorne im Raum. Die werden doch jetzt keine Angst haben, oder? Nö. Claudio hat einfach... Ja, ich kenne die, aber sie wissen nicht. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Hallo.
Wir sind Lara und Clara. Wollt ihr mal raten, wer Lara und Clara? Lara und Clara. Ich hab Lara und Lara verstanden. Lara und Clara sind wir. Lara und Sarah? Nein, Lara und Clara. Achso, Lara. Wollt ihr raten, wer Lara ist und wer Clara ist? Donny könnte auch unser Zwilling. Donny ist auch ein Zwilling. Donny lacht einfach gleich nur eine Perücke. Aber immerhin haben die keine Angst vor uns. Das ist schon mal was. Wer hatte denn Angst vor uns? Claudio hat sich irgendwie vor uns versteckt. Ich glaube, der hatte Angst. Vielleicht, weil die im Doppelpack zu viel sind? Ja. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Oh, guter Witz. Das kann ja gar nicht sein. Ratet doch jetzt mal, wer ist Lara und wer ist Clara? Ich glaube, mit der Kamera ist Lara und die andere ist Clara. Ich sag umgekehrt. Ihr fahrt drin! Ja! Ist das nicht lustig? Ja, wir sind heute Zwillinge. Ja, genau. Und Lucy Müller ist unsere Tante. Genau, hat sich schon rausgestellt. Das genau. Sieht man ja, das ist absolut ersichtlich. Ja. Und ja, was wir so für Eigenschaften haben, haben wir noch nicht. Wir müssen uns noch weitere Eigenschaften für uns überlegen, was ja, wir so. Ja, aber unsere Lache sieht man ja schon, dass wir verwandt genau. sind. Ganz ja. ja. Haare, Lippenstift und Lache ist absolut genetisch. Habt ihr auch unser Outfit Stimmt. gesehen? Das Outfit ist auch gleich. 100% Matching. Gleiche Hose, gleiche Schuhe. Batik-Oberteil wir haben, genau, mit bunten Batikfarben. Ja. Sehr gut. Also, wir sind da eigentlich kann man uns nur auseinanderhalten, weil du eine Kette trägst und ich nicht. Also ja, sonst sehen wir exakt gleich aus. Exakt gleich aus. Absolut. Ja. Also ihr müsst auch zugeben, ihr habt es wahrscheinlich nicht direkt erkannt, wer ist, ne? Nein, Lara und Clara kann man echt nicht so gut auseinanderhalten. Ich habe auch schon wieder vergessen, wer ist. Ja, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht richtig gut aus. Ja. Das wissen wir. So, wir haben uns überlegt, wir wollen noch eine kleine Twin Telepathy Challenge machen. Ja. Also wir nennen Begriffe und dann beide gleichzeitig sagen wir dazu was und hoffen natürlich, dass wir das gleich sagen. Genau. Wir müssen immer, wie würden Lara und Clara denken? Genau, wir sind ja Lara und Clara. Genau, wir sind ja Lara und Clara. Okay, dann sage ich den ersten Begriff. Mhm. Okay, Mittagessen. 3, 2, 1, Pizza! Ich war noch nicht so weit. Warum warst du noch nicht so weit? Ich war noch am überlegen. Ich hatte gerade überlegt, ob die vielleicht Nudeln mit Tomatensauce gerne essen. Oder nein, wir essen gern Pizza, Lara. Ja, okay, Clara. Na gut, Pizza. Lara, wir essen gern Pizza. Dann kommt jetzt das nächste. Ja. Welches Haustier haben Lara und Clara? 3, 2, 1, Katze. Ja! Sehr schön. Ganz klares Ding. Das passt auf jeden Fall, ne? Ja. Wohin möchten Lara und Clara als nächstes in den Urlaub fahren? 3, 2, 1, Mallorca! Ah! Okay. Sehr gut. Die Fähigkeiten sind eingeschaltet. Wir steigern uns. Ja. Was war Ihr Lieblingsschulfach? Okay. 3, 2, 1, Kunst! Kunst! Du willst einfach nicht. Ich glaube, Lara ist die etwas langsamere von Ja, beiden. Ich glaube auch. Lara braucht ein paar Minuten. Ist ja auch beim Zwillingen manchmal so einen, die so ein bisschen, in die eine Charakterrichtung geht, die andere in die andere. Vielleicht haben wir doch, die sehen gleich aus, aber sind vielleicht doch ein bisschen unterschiedlich auch. Das ist ja auch in Ordnung. Ach ja, noch eine ganz klare Sache, die wir auf jeden Fall noch klären müssen. Lieblingsfarbe. Ach ja. 3, 2, 1, Rot! Klar, das war ganz klar. Also das war klar, da hätte jetzt auch keiner von uns was anderes sagen dürfen. Vielleicht liebst du Disney-Prinzessin? Das wollte ich auch gerade sagen, Lara! Oh, wir sind so gleich. Okay, 3, 2, 1, Ariel! Oh. Ich dachte Ariel wegen der roten Haare. Lieblingssüßigkeit. Oh, okay. 3, 2, 1, Esspapier. Ich wollte Gummibärchen sagen, wie kommst du denn auf Esspapier? So rosanes Esspapier. Kennst du das Esspapier, ne? Nein, Lara, du kommst auf komische Ideen. Wir machen das nochmal. Komm, wir machen das nochmal. 3, 2, 1, Schokolade! Ah, geht doch! Wir sind solche Zwillinge, direkt beim ersten Versuch haben wir es geschafft. Lieblingsberuf? Okay. 3, 2, 1, YouTuber! Oh, ja, das war klar. Also ja, ich meine, Lara und Clara sollten das unbedingt machen. Ja. Ich glaube, jetzt machen wir noch ein paar andere Sachen als Lara und Clara. Mhm. Wir haben uns so gedacht, wenn wir schon Zwillinge heute sind, dann nehmen wir auch TikToks als Zwillinge auf. Das passt ganz gut, ne? Das wird sehr witzig. Ja, ich glaube. Und wir auch. Nehmen euch natürlich dabei mit. Richtig. Wir haben jetzt eins gefunden, das
ist schon ein bisschen länger her, da haben das ganz viele gemacht, aber wir machen das heute auch mal noch, weil heute bietet es sich irgendwie an. So, wir nehmen dafür heute mal diese Wand. Genau. Nicht unsere TikTok-Wand. Und das liegt bestimmt auch gar nicht daran, dass die ganzen Nanos abgefallen sind. Okay, dann leg mal los und halt dann mal die Pose, damit ich dann gleich sehe, was ich machen muss. Jetzt wird zu in die Pose einsteigen, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich da reinsteigen. Zeig mal. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich auch. So, wir machen es nochmal. Wir machen das nochmal. So, wir zeigen euch das jetzt mal ohne Sound. Wenn ihr euch das gerne mit Sound anschauen möchtet, dann schaut gerne bei unserem TikTok-Account vorbei. Spimmt mir unterstrich official. Und zwar, so sieht das aus. Ja, die junge Clara. Das ist die jüngere Zwillingsschwester, die eine Minute später da war als die andere. Genau, so ist es. So, dann machen wir mal noch eins. Okay, dann haben wir hier noch ein TikTok, das haben René und Claudio mal gemacht und das wären wir ja schön furchtbar, wenn wir das nicht auch direkt machen würden. Oh, für das hinkriegen? Das kriegen wir schon hin. Müssen wir hinkriegen. Also, Twins, Sisters, Cousins. Hey! You think we look like twins? Well, we're not. You think we look like sisters? Well, we're not. You think we look like cousins? Well, we're not. We're just best friends! Schaut gerne bei Stimmt mit mir unterstrich official vorbei. Auf unserem TikTok-Account. Ja, wir hatten auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel Spaß mit den TikToks und auch generell heute schon viel Spaß als Zwillinge. Ja, ich finde es ein bisschen seltsam, dass Claudio einfach vor uns weggerannt ist. Ja, genau, den haben wir jetzt auch irgendwie noch nicht wiedergefunden. Ne? Also, der ist abgehauen, glaube ich. Ich glaube, der ist nach Hause gefahren einfach. Sind wir so beängstigend. Also, anscheinend. Ich finde, es war sehr, sehr cool mit Clara und Lara. Mhm. Wie hat es euch gefallen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so gefallen hat und ob ihr das vielleicht auch schon mal mit einer Freundin gemacht habt, einen Tag lang. Ich kann es empfehlen, es macht mir sehr viel Spaß. Ja, kauft euch eine gleiche Perücke, macht den gleichen Lippenstift, gleiches Outfit und ihr fühlt euch sofort wie Zwillinge. Genau, oder vielleicht habt ihr auch die gleiche Haarfarbe und macht euch einfach die gleiche Frisur Ne? Vielleicht macht das auch so. Was fandst du besonders cool daran, mein Zwilling zu sein? Also ich muss sagen, die Schuhe. Genau, die sind halt schon echt stark. Kann ich die mal wissen? Ja, klar. Yeah. Das war deine Bezahlung für heute. Ich finde es auch cool, dass wir quasi so ein gleiches Outfit haben, dass du da quasi drauf geachtet hast. So. Also eigentlich fand ich die Challenge komplett ziemlich witzig. Ich fand es auch witzig. Vielleicht hat ja Claudio doch nochmal irgendwann Lust, mit uns einen Tag Zwilling zu sein. Vielleicht hat er auch einfach Angst vor Zwillingen und wir wussten es bisher nicht. Schreibt mir in die Kommentare. Claudio, du musst der Drilling sein für Clara und Lara. Und dann Wie würde er denn heißen? Mara. Clara, Lara und Mara, genau. Ja. Brauchen wir auf jeden Fall noch eine weitere rote Perücke. Ja, das stimmt, aber das kriegen wir ja bestimmt hin. Ja, hätte ich auch auf jeden Fall mal Lust zu, einen Tag als Drillinge mit euch. Mhm. Mir hat es auch auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ich fand die Schuhe, ich hatte die ja schon vorher, aber es hat mir auch Spaß gemacht, dir die mitzubringen, damit wir jetzt die gleichen Schuhe haben. Das hat mir auch ganz besonders viel Spaß gemacht tatsächlich. Und alles andere, auch die TikToks waren sehr, sehr witzig. Ja. Finde ich auch. Wenn es euch alles gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Moment, das müssen wir noch mal als Zwillinge machen. Okay. Dann 3, 2, 1. Beim nächsten Mal!